Leute, dies wird mal ein etwas anderes Video. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon als Vlog zählen würde, wer sich da auskennt. Könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich das Ganze kein Vlog nennen. Das Ganze steht aber auch unter einem kleinen Thema, denn in den letzten Tagen kamen einige Folgen von Comic Chillout bei Team Comic Fan 86, wo der gute André Besuch hatte von den guten Comics. Ne? Und ja, die unterhalten sich da unter anderem auch darüber, dass eben Comics sich größtenteils von seiner Sammlung getrennt hat, also nur noch die Sachen, die ihm wirklich am Herzen liegen, behalten hat und alles andere eben, ja, verkauft hat, ne? Und hier stelle ich nicht in Frage, wie weit das richtig oder wie weit das falsch ist, weil das, diese Frage stellt sich meiner Meinung nach auch überhaupt nicht, ne? Aber ich habe eben mir selber darüber meine Gedanken gemacht. Könnte ich diesen Schritt gehen? Und das war jetzt einfach mal so eine Sache, über die ich gerne mal so ein bisschen philosophieren würde. Könnte ich diesen Schritt für mich gehen? Bei mir ist es natürlich auch so, alles, was ich an Comics habe, lese ich immer wieder. Durch die schiere Anzahl von über 2000, oh, ich bin aus dem Bild, über 2000 Comics in meiner Sammlung, okay, fokussiere, Gott, besser, über 2000 Comics, die ich nun besitze, nur was jetzt US-Sachen angeht, ne, dazu noch 900 Mangas und ja, knapp 350 bis 400 Mosaics, alle Asterix-Alben und etwa zwei Drittel aller Lucky Luke-Bände, ne? Habe ich natürlich eine riesige Sammlung und komme natürlich nicht mehr in diesem Maße dazu, irgendwas wieder zu lesen. Ne? Und auch mittlerweile merke ich auch, dass sich das ziemlich zieht. Es kommt immer auf die Zeit an, die man hat. Ne? Jetzt Daredevil Reread hat sich jetzt ja ein gutes halbes Jahr gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe, ob im Oktober. Bin aber jetzt im Mai erst fertig geworden. Also sind wir mindestens bei 6, 7 Monaten, je nachdem, wann ich angefangen habe. Ich kann es nicht genau sagen. September, Oktober, November, aber 6, 7, 8 Monate hat das jetzt gebraucht. Gut, Marvel Now zum Beispiel hier, Marvel Now X-Men, ach, habe ich jetzt hier gar nicht, das ist hier, das ist da auf der, in diesem kleinen ganz unten. Jedenfalls, der hat sich nicht so lang gezogen, das haben wir aber auch in einer Zeit, wo ich auch 3 Wochen am Stück Urlaub hatte. Das habe ich immer im Sommer, 3 Wochen am Stück Urlaub und den Rest des Sommers habe ich auch recht wenig zu arbeiten, weswegen ich da recht viel Zeit habe. Na, da kann man sowas schön abarbeiten, aber danach eben, ja, zieht sich das alles wieder. Ne? Und darum mache ich auch zur Zeit, ich bin jetzt mit Mann ohne Furcht durch, für die, die es interessiert, 52 Videos wären es insgesamt. Ne? Habe ich jetzt auch erstmal keine Lust, was Neues, Langes anzugehen. Ich war zwar am Überlegen, das ultimative Universum direkt hinterherzuziehen, das wird auch kommen, aber ich mache jetzt erstmal ein paar kürzere Sachen, weil ich jetzt mal wieder ein bisschen Luft brauche. Das heißt, ich werde abgeschlossene Sachen lesen oder etwas kleinere Sachen, wie jetzt Venom und die Thunderbolts mit dem Red Hulk. Der Dunkle Turm möchte ich lesen. Und bevor ich auch mit einem längeren Reread, also die Ultimates, anfange, also das ultimative Universum, werde ich auch erstmal nochmal Buffy rereaden. Das ist zwar auch schon etwas länger, aber immer noch überschaubar, ne? Und ja, so wird sich das jetzt erstmal verhalten. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich auch mal ein paar ältere Sachen einfach mal so zwischenpacken kann. Wie ich es eben jetzt mit Phoenix Abgesang und Kriegsgesang gemacht habe und wie ich es gerade mit den Secret Avengers mache. Ne? Das kann man dann einfach mal so auch dazwischen streuen, ist ja auch ganz nett, ne? Und muss sich nicht an diesen Mittwoch binden. Ne? Gut, war jetzt nicht das Thema. Aber wir waren ja bei dem Thema, kann ich mich davon erinnern. Also wie gesagt, ich lese das alles nochmal und selbst die Sachen, von denen ich sage, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich es nochmal lese. Irgendwann kommt dieser Moment, wo ich dann wirklich sage, doch, möchte ich nochmal lesen. Da wäre zum jetzigen Zeitpunkt Infinity Gauntlet. Wäre natürlich clever gewesen. Ich hätte es mir hingelegt, um es reinzuhalten, weil das ist hinter dem Schrank über dem Bett. und ich zeige euch nicht meine ganze Wohnung, also Pech. Müsst ihr jetzt einfach so hinnehmen. Infinity Gauntlet und hätte ich jetzt nochmal Bock, weil gerade das ja überall in aller Munde ist. Nicht wegen dem Film. Für mich ist diese Verbindung Film und so gar nicht wichtig. Aber alle haben jetzt über dieses Comic gesprochen. Und da habe ich auch nochmal Lust bekommen, es jetzt eigentlich nochmal zu lesen. Ich weiß auch ganz genau, ich erinnere mich eigentlich an nichts mehr wirklich. Ich habe es auch damals nicht als schlecht empfunden. Ich hätte mir damals gerne, zu dem Zeitpunkt damals wirklich War und Crusade wirklich gerne noch hinterhergeholt. Gab es ja damals nicht.
Aber ich weiß, dass ich mich auch nie dazu durchringen konnte, es nochmal zu lesen, ne? Und wenn ich das jetzt nochmal mache und ich plane das auch irgendwo mal ein, jetzt nochmal zu machen, das wird aber auch noch dauern, werde ich auch nochmal Abyss lesen und Marvel das Ende, so alle drei nochmal lesen, ne? Aber das waren auch das sind so drei Titel, wo ich gesagt habe, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das nochmal lese, ne? So, und allein schon eben in der Hinsicht, dadurch, dass ich wirklich alles nochmal lese, kann ich für mich gar nicht vorstellen, mich groß von irgendwas zu trennen. Gut, bei Mangas zum Beispiel habe ich es wirklich gemacht. Als ich jetzt gesagt habe, Mangas sind für mich nicht mehr drinne, ich kann mich nur noch hier drauf konzentrieren, habe ich mich von einigen Mangas getrennt, aber auf die schiere Anzahl, dass ich zu dem Zeitpunkt über 1000 hatte und jetzt immer noch über 900 habe, habe ich gerade mal 100 Stück verkauft und da waren dann eben auch so ein paar längere Sachen dabei, wie Fairy Tales, wo ich so 17 Bände hatte und Bleach, wo ich auch so 17 Bände hatte und ich glaube, es war noch irgendetwas längeres, wo ich mir dann, ja, hier Dee Gray Man, da hatte ich irgendwie 11 oder 12 Bände, wo ich mir gesagt habe, ja, holst du niemals vollständig, auch wenn es dich vielleicht noch interessiert, verkauf's einfach weiter, bringt nichts, ne? Und ich habe immer noch so ein paar Sachen, die ich eben auch nicht vollständig habe, die aber überschaubar sind, ne? Wo ich ja sage, ja, das kriege ich bestimmt irgendwann mal hin. Und ich sag mal, One Piece, Naruto, da habe ich knapp 50 Bände. Also ich glaube, Naruto sind 52, die ich habe. Und One Piece müssten es 60 sein. Also genau dieses Ende mit dem Marineford Arc. Und das finde ich ist auch ein guter Schlusspunkt erstmal. Und das kann ich irgendwann alles nochmal weiterholen. Da ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, davon trenne ich mich jetzt, aber da, wo ich mir gesagt habe, da habe ich so wenig und es ist so viel, was es gibt, davon habe ich mich getrennt und von den paar Sachen, die ich schlechter fand. Aber an Mangas war auch nie mein Herz so gebunden wie an meinen Comics. Als ich keine Comics gesammelt habe, was nicht so war, dass ich jetzt gesagt habe, ich sammle jetzt keine Comics mehr, wie ich es bei Mangas mehr oder weniger sage. Bei Mangas war die Entscheidung, ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich kann mir nur eins leisten, ich entscheide mich für Comics. Ne? War das beim Mangas damals anders, wieso ich Comics aufgehört habe und Mangas gesammelt habe? Denn da war es einfach so, es gab nichts, was mich interessiert hat. Der Neustart von Marvel Deutschland, also sprich von Spider-Man 47 auf Erstaunlicher Spider-Man und Peter Parker Spider-Man oder X-Men 47 zu X-Men 1, war für mich ein sehr hakliger Übergang. Mir hat Peter Parker und der Erstaunliche Spider-Man nicht wirklich gefallen. Es hatte immer mal so ein paar Storys, die gut waren. Am Großen hat es mir nicht gefallen. Die X-Men fand ich gut zu diesem Zeitpunkt, war dann aber auch mit dem ersten Band von Revolution und dem zweiten Band von Revolution durch, weil es eben doch auch recht teuer war für meine Verhältnisse damals. 8 € so ein Heft. Es ist an sich ja nicht teuer, aber damals war ich noch jünger und ich hatte kein Geld. Ich hatte 20 € Taschengeld. Also so war das einfach. Es gab nicht mehr so wirklich das Interessante. Die Sachen, die mich noch interessiert haben, die wurden immer teurer, ohne mehr Inhalt zu bekommen, wie zum Beispiel die zweite Daredevil-Heftreihe, die gleich 1 € oder gar 2 € teurer war als die erste. Ne? Das waren alles für mich so Punkte. Dann noch Urspiel, was nur Comicshop-Ware war. Und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt Zugriff auf den Comicshop, was ich jetzt nicht mehr habe, weil mein Stiefvater wohnte damals in Osnabrück und da waren wir jedes zweite Wochenende und da bin ich immer los in Comicshop. Aber da habe ich eben auch mich eher entschieden für Mangas, denn Manga-Band kostet 5 bis 6 € und hier so ein Buch kostet 13 € bis 16 €, ne? Ne, bis 17 €, ne? Und ja, da habe ich hiervon eben zwei Dreie bekommen. Jetzt fokussiert er schon wieder nicht. Zwei Dreie bekommen und das steht für mich natürlich in einem ganz anderen Verhältnis. Da habe ich lieber mehr Wert auf Quantität gelegt als auf Qualität sozusagen. Wobei das auch kein von der Aussage her auch nicht stimmt. Es gibt sehr hochwertige qualitative Mangas. Das ist, ne, ich sehe zwar Mangas generell als ein Billigprodukt an, aber das hat nichts mit den Stories zu tun. Die Stories sind meiner Meinung nach haben genau dasselbe zu erreichen wie eben auch von US-Comics. Manche sind dort schlechter, manche sind hier schlechter. Das spielt keine Rolle, aber so von der Verarbeitung ist das immer für mich ein Billigprodukt gewesen. Aber man kann eben eine schiere große Anzahl, wenn das mal hier aufhören würde, sich so ständig zu entfokussieren oder wie auch immer, war es immer für mich so der Punkt, ich nehme lieber Mangas mit. Aber ich habe mich damals von keinem einzigen Comic getrennt. Nicht von einem, ne? Die Möglichkeit hätte ich auch gehabt. Ich habe mich von keinem getrennt, ne? Und das ist so für mich so dieser Punkt. Von den Mangas habe ich mich getrennt, von den Comics nicht. Und auch hier ist es einfach so, alles lese ich nochmal. Und selbst wenn ich jetzt wirklich überlegen würde, was hiervon ist für mich wirklich unwichtig. Ich würde wirklich vielleicht dazu einen Schritt kommen, dass vielleicht keine 100 Ausgaben hier wären, von denen ich wirklich sagen würde, da könnte ich mich jetzt ohne großartiges, schlechtes Gefühl von trennen. Ne? Nehmen wir hier zum Beispiel mal
X-Men erste Entscheidung. Den Inhalt des ersten Bandes habe ich insgesamt dreimal gelesen, einmal in Heftform. Dann habe ich irgendwann dieses Set bekommen, also beide zusammen. Dann habe ich natürlich die Hefte weitergekommen, dann habe ich es nochmal beides gelesen. Und dann hatte ich vor etwa 4 Jahren so einen kleinen Reread von unterschiedlichen kleineren abgeschlossenen Sachen. Da wollte ich eben auch mal nichts Längeres lesen. Und da habe ich das auch nochmal mit drin gehabt. Da habe ich diesen Band zwar beendet. Und ja, hier so nach dem ersten oder zweiten Esshaft habe ich es abgebrochen. Weil ich beides nicht lesbar finde, nicht wirklich gut lesbar. Und in den USA scheint die Reihe ja eigentlich relativ erfolgreich gewesen zu sein, denn es gibt ja noch 3 Fortsetzungen oder 4 Fortsetzungen, weil das war ja die erste Fortsetzung, aber es gibt dann noch eine Fortsetzung auf alle Fälle mit mit den Figuren aus Second Genesis und so weiter. Jedenfalls ist sie in den USA wohl relativ erfolgreich gewesen im Vergleich, aber mich hat das eben nicht gepackt. Und das wäre vielleicht sowas, wo ich sagen würde, ja gut, davon könnte ich mich eher noch trennen. Aber auch hier habe ich das Gefühl, ich würde es bereuen. Ja? Und das ist natürlich auch zu einem auch ein bisschen blöd, weil mir geht hier wirklich der Platz aus. Ne? Ihr seht, ich stelle hier in zweiter Reihe. Ich hatte jetzt mit Comic in geschrieben, als er seine Sammlung vorstellt, dass bei mir hier mittlerweile auch meine Sortierung in diesem Schrank ziemlich hinfällig ist. Eben durch diese zwei, drei hier hinten, das stimmt alles noch. Hier habe ich X-Men, Wolverine, Gabriel und so, geht dann rüber auf Rächer und die Rächer-Solo-Serien hier hinten. Das ist Hulk. Das liegt nur so blöde, weil das hatte dann mal so Biegung gemacht hier. Also hier so, ne? Und da habe ich so hingelegt, dass das wieder diese Biegung rauskriegt, ne? Hier unten geht es dann erstmal weiter Spider-Man. Hier wäre eigentlich Venom, nicht Hawkeye. Das habe ich nur hier reingepackt, damit das schön voll ist, ne? Scarlet, Spider, Punisher, Daredevil, ne? So, und das hier gehört eigentlich ursprünglich da oben hin. Also Fantastic Four habe ich mit da oben eigentlich hingezogen. Hier unten habe ich DC, da ist auch die Sortierung noch teils da. Ihr werdet das nicht sehen, aber ihr seht hier oben, das seht ihr, so einzelne Sachen umliegen, weil es gar nicht mehr mit reinpasst. Und das sind die Sachen, die eben nicht mehr sortiert sind. Die liegen einfach nur da drin. Ne? Ja, und ich bin schon wieder nicht mehr fokussiert. Das ist schlimm hier heute. Ich weiß gar nicht, was er als Fokuspunkt nimmt. Ah! So, ne? Und hier vorne seht ihr jetzt so hier auch Fantastische Vier, die ursprünglich auch mal hier hinten mit drin standen. Die passen aber nicht mehr rein. Ne? Und dann geht das hier über mit diesen All Different Marvel Now Kram, ne? Wo ich nicht weiß, wohin damit. Ganz einfach, weiß nicht, wo ich hin mit soll. Hier habe ich so einen kleinen, hatte ich mich Marvel Now reingepackt und die weißen finde ich ja klasse. Da passt All Different Marvel Now nicht mehr rein. So, also geht mehr Platz aus. Ich habe zwar jetzt vor mir mal so Winkel zu holen und den Flur über die Tür zu hängen, so über mehrere Türen im Endeffekt, so dass das so ja wie ein U dann aussieht. Also so hier, ne? Hier ein Brett, da ein Brett, hier ein Brett, ne? Und dann da drum herum zu stellen. Mir geht einfach der Platz aus. Ich habe eine kleine Wohnung, ne? Und hinter euch wären wiederum meine Kisten. Das sind aber keine Pappkisten, keine Comickisten, wie das sonst jeder Mensch macht. Ich habe so, nicht Transportkisten, solche Aufbewahrungsboxen und Unterbettkisten. Und da habe ich das drinne. Ne? Ich bin ja eben nicht dieser Sammlermensch. Ich borde das nicht wirklich. Das Einzige, was ich hier so in diesen Comic-Hüllen habe, ist so dieses Batman-Kram, ne? Welches ich hier in solchen... Moment. Hier drinne habe. Davon habe ich 2 Stück. Ich brauche unbedingt nochmal neue irgendwo her. Die gibt es aber irgendwie gar nicht mehr bei Aldi wie früher. Weil da Batman ist echt urisch voll, ne? Und Marvel habe ich halt eben hinter euch in den Unterbettkartons und viele wissen es ja auch oder haben es schon mitgekriegt. Ich pack das einfach nur hier rein, damit das so ein bisschen geschützt ist, wenn die übereinander legen, dass sie sich eben keine Feinden bilden. Für mich ist das eben, ich bin eben kein Sammler, ich bin Leser. So habe ich das schon immer gesehen. Für mich ist das Lesen hier das Wichtigste, aber ich kann mich auch von nichts trennen, weil ich es immer wieder lese. Ne? Und dementsprechend, ja, irgendwo ist das schon fast traurig, wenn man so von sich weiß, ich kann mich davon gar nicht trennen. Es wird einfach immer nur mehr und mehr. Und mein Platz wird immer weniger, ne? Und ich habe eigentlich riesigen Respekt vor Comics, dass er diesen Schritt gehen konnte. Ne? Ich kann mir das eben heute nicht vorstellen. Gut, bis ich so alt bin wie er, vergehen auch noch mal knapp 7 oder 8 Jahre. Aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Auch nicht, dass irgendwann dieser Punkt kommt. Denn jedes Mal, wenn ich irgend sowas in dieser Art gemacht habe, habe ich es bereut. Bevor ich mich auf Marvel fixiert hatte, wollte ich ursprünglich so querbeet sammeln. Und da hatte ich angefangen mit diesen Carlsen-Comic-Heften, die es damals gab. Es war nur eine kurze Zeit. Es ging los mit Godzilla, Buffy, Akte X, Elfquest. Und ich wollte da Buffy, Akte X und da hatte ich aber dann jeweils nur eine Ausgabe. Ich habe aber heutzutage nur noch Godzilla. Den Rest habe ich verkauft und ich hatte so auch so ein paar DC-Sachen. Und Pink und der Brain habe ich alles dann irgendwie einfach mal verkauft, als dann so
der Fokus sich irgendwie bei Marvel festgelegt. Das war nicht so, dass das geplanter Fokus war, es hat sich einfach so entwickelt und hat sich das verkauft. Aber davon bin ich auch eben so wegen ein paar Sachen eben ja auch ja so betrübt auch heute noch, sag ich mal. Das bereue ich heute noch, ne? Oder auch ich lese ja wie ihr wisst das Mosaik, ne? Und hier war es ja auch so, ich hatte angefangen mit Eldorado, danach kam Orient Express, aber ich habe mich damals mehr so fürs Altertum, Mittelalter und all sowas und Antike interessiert und nicht für die Neuzeit. Orient Express war Neuzeit und ich bin dann nie wirklich warm geworden, also doch beim letzten Reread, da fand ich es richtig klasse, man ist älter geworden, man kommt da besser rein, aber ich habe das so als Kind nicht wirklich gut gemocht und dann hatte ich mir gesagt, ich lasse die Amerika-Reihe aus, weil die ja schon wieder Neuzeit ist und sogar schon fast am heute spielt, das war in den 1920er Jahren oder sowas gespielt hat. Wo das gespielt hat, ne? Und die habe ich ausgelassen. Dann habe ich mir das aus der Bibliothek mal ausgeliehen und habe gesagt, Scheiße, was hast du da noch verpasst? Mittlerweile habe ich die Reihe. Und ich wollte mit der nächsten Reihe anfangen, der Japan-Reihe. Davon habe ich 6 Hefte geholt. Und dann habe ich eine Ausgabe verpasst und dann habe ich den Rest auch nicht mehr geholt. Und das war dann für mich auch ausschlaggebend, dass ich mir gesagt habe, egal wie schlecht ich irgendwas vom Mosaik finde, augenscheinlich finde oder wie wenig mich irgendwas interessiert, ich werde nie wieder irgendwas vom Mosaik verpassen. Das hat aber auch zur Folge, dass ich manchmal wirklich Mosaik-Lesestapel hatte. Ich habe ja regulär keinen richtigen Lesestapel. Normalerweise wird bei mir alles abgelesen. Maximal so Classic-Kram aus diesen Marvel-Sammlungen, die liegen mal etwas länger. Das hatte ich mit dem Fantastischen Vier Galactus und jetzt mit dem Scarlet Witch-Band, den ich immer noch nicht gelesen habe. Ne? Da sind das mal so Ausnahmen und ich habe auch ein paar Mangas, wo das sogar noch so ist, ne? Sogar so komplette Serien, die ich mal für 5 Euro kaufe, wo hier 5 Bände drin, ne? Komplette Sammelbandreihe, nicht gelesen, ne? Aber bei US-Comics habe ich eben das herkömmlich nicht, und, ne? Und bei Mosaik habe ich das auch öfters eben einfach gehabt, dass ich wirklich ein halbes Jahr und sogar einmal ein ganzes Jahr dann am Stück abgelesen habe, ne? Weil ich einfach da nicht so den Nerv für hatte und das mich auch nur semi interessiert hat, ne? Ja, mittlerweile ist es wieder anders. Ich bin zurzeit wieder richtig gehypt. Auch hier Luther. Ich habe da, bei mir war wirklich das Größte, was jetzt bei Luther mal gelegen hat, dass ich ein Heft mehr liegen hatte. Also sprich, dass ich nur nach dem zweiten Monat gelesen habe, dass ich dann 2 Hefte am Stück gelesen habe. Das war das Maximum, was mal hier bei Luther war, obwohl Luther wirklich hohe Höhen und Tiefen hat. Das war teils richtig geil und dann auch wieder etwas schlecht. Aber das ist ja nicht das Thema, ne? Aber es sind also Sachen, ich weiß, dass ich das bereue und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diesen Schritt gehe, weil ich halt auch wirklich immer, immer wieder lese. Und zwar alles immer wieder lese. Irgendwann wird alles nochmal gelesen. Ich weiß, mittlerweile dauert sowas länger, als ich hier mein New 52 Batman Reread gemacht habe. Das war 1,5 Jahre. Gut, da habe ich auch noch in Schichten gearbeitet, da hatte ich eigentlich nicht wirklich Zeit für irgendwas. Fällt auch mit rein. Marvel Now X-Factor, das war eigentlich recht überschaubar. Ich habe im Sommer angefangen und war im Herbst fertig. Lag daran, ich hatte auch 3 Wochen Urlaub und hatte am Tag auch 5 Bände gelesen. Ne? Jetzt aber wiederum, Mann ohne Furcht, das hat sich gezogen. Das habe ich irgendwie im Herbst angefangen und bin jetzt im Mai fertig geworden. Ne? Und hatte zwischendurch aber auch mal Phasen, wo ich keinen Bock hatte zu lesen hier. Nach dem dritten, also nee, vor dem dritten Mark Waid-Band, da habe ich gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht. Kein Mark Waid jetzt mehr. Ich muss was anderes haben. Ich kann diesen dritten Band nicht lesen. Und da habe ich kurzerhand mir hier aus dem Regal Phönix Kriegsgesang rausgeholt, weil ich es nicht lesen konnte. Ne? Aber ich lese wirklich immer wieder und immer wieder und kann mir das darum nicht vorstellen. Gut. Wozu ich mich auch noch sagen wollte, André. André sagt ja auch dazu, dass er das auch voll nachvollziehen kann. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich finde es einfach schade, ich kann diesen, dass ich wahrscheinlich diesen Schritt nicht gehen kann. Und das ist eigentlich schon ein Nachteil, weil meine Sammlung eigentlich immer größer und größer wird. Aber gut, jetzt schweife ich schon wieder ab. André sagt hier aber auch eine Sache. Er ist froh, dass er seine Sammlung da hat, dass ihm aber auch der Platz ausgeht, dass schon alles hier hinter der Kamera sich ansammelt, ne? Und dann sagt er im selben Zug, dass es zwar schön ist, das alles zu haben, dass er das aber alles nach seiner Einschätzung nie wieder lesen wird. Ja, hier würde ich jetzt sagen, wenn das bei mir der Fall wäre, wenn ich wirklich wüsste, ich würde das nicht wieder lesen, ganz ehrlich, dann würde ich mich sofort immer davon trennen. Ich kenne das ganz oft bei eBay, habe ich ein, zwei Leute, die kaufen sich den Kram, lesen den und verkaufen den sofort weiter, bekommen fast den Einkaufspreis wieder. Wir sagen jetzt mal, die müssen 1 Euro weniger schon mal abziehen, weil du bekommst nie genau dasselbe. Und dann vielleicht noch den Versand abziehen, aber die bekommen dann eben, sagen wir mal, immer noch 13 Euro für einen 17-Euro-Band, ne?
Und als festes Geld, ne? Und davon können die sich schon gleich irgendwie in den nächsten Monat wieder die Comics finanzieren und müssen vielleicht nochmal dazu draufpacken, um diesen Minuspunkt auszugleichen, 20 Euro. Also wenn ich da jetzt in Andres Situation wäre, würde ich eher so vorgehen. Das würde ich zwar auch mich nicht von allem trennen, so bestimmte Sachen, die ich richtig gefallen habe, würde ich trotzdem behalten, wie Old Man Logan. Aber wenn das so bei mir wäre und mir wäre klar, ich lese das nicht wieder, dann würde ich eher den Schritt gehen, wirklich verkaufen. Na, dann würde das mir aber auch nicht leid tun oder so. Ne? In diesem Fall tut es mir leid, weil ich eben mir bei allem sicher bin, ich lese es nochmal und darum kann ich mich nicht von trennen. Ne? Weil ich das für mich weiß. Aber wenn ich in der Situation wäre, so wie sie André dort jetzt gesagt hat, würde ich es verkaufen. Also ich würde dann jeden Monat das, was ich bekomme, lesen und direkt weiterverkaufen und damit mir die Comics für den nächsten Monat finanzieren. Wenn ich das so machen würde, würde ich mir natürlich vor allem auch wirklich all das lesen können, was mich interessiert, egal ob es mich nun richtig hart interessiert oder ob es mich nur semi interessiert. Und ich hätte wahrscheinlich kein Problem, auch Saga hinterherzukommen und Revival. Saga habe ich ja digital die ersten drei Bände gelesen und würde gerne auch da weitermachen. Und Revival hänge ich beim vierten Band. Die Reihe ist jetzt beendet. Ja, mal sehen, ob ich das auch irgendwann mal hinkriege. Ne? In dem Fall wäre das ja für mich möglich, wenn meine Comicsammlung sich sozusagen selbst refinanziert und ich eben nur einen kleinen Eigenanteil pro Monat reinstecken muss. Ne? Ja, also in der Situation könnte ich das machen. Da würde ich das hinkriegen. Aber so wie es eben bei mir ist, ich lese den Kram. Nein. Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich, bedacht auf dem Platz wäre es gar nicht schlecht, ne? Bedacht vor allem wirklich auf dem Platz. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich lasse mir alle möglichen Tricks einfallen, wie ich hier meine Comics unterkriege, weil wirklich der Platz ausgeht. Das ist einfach so, ne? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so das, ne? Also ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Gäbe es diese Situation für mich? Und ich komme da irgendwie nicht hin, dass ich so sagen könnte, ich könnte mich irgendwie irgendwann hiervon trennen. Ne? Ja. Würde mich ja auch interessieren, wie das so bei euch ist. Könnt ihr euch das vorstellen, die eben jetzt auch eher sammeln? Die lesen und sammeln, die auch wissen, sie konsumieren das immer wieder. Wie läuft das bei euch? Bei manchen weiß ich ja, die trennen sich von Anfang an immer wieder von Sachen, die ihnen nicht so gut gefallen. Ich habe das von Sir Acer schon mitbekommen, also zumindest immer wieder mal gehört, dass er gesagt hat, das habe ich schon gar nicht mehr in meiner Sammlung, weil mir das nicht so zugesagt hat. Ne? Das ist ja natürlich klar, finde ich auch eigentlich wirklich gut, ne? Weil ich merke eben den negativen Effekt, was dieses Sammeln bedeutet. Man kriegt es nicht unter, man weiß irgendwann nicht mehr wohin damit. Das ist eben dieses Problem. Finde ich das natürlich gut, wenn man das wirklich für sich so sagen kann. Ne? Aber ich sage auch mal so, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich Phönix, Abgesang und Kriegsgesang nochmal lese und ich habe es trotzdem gemacht. Ne? Also das ist eben dieser Punkt. Ne? Ja. Also mich würde wirklich interessieren, wie ihr, die jetzt mehr so sind wie ich, die jetzt das alles mehrfach lesen, die auch eine riesige Sammlung haben und auch sich so jetzt erstmal nicht trennen, ob die sich irgendein Szenario vorstellen können, wo die sich eben dann vielleicht doch von dieser Sammlung trennen, würde mich interessieren. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Das ist einfach alles. Und dabei ist ja noch nicht mal so, dass ich hier jetzt irgendeine Wertsteigerung sehe. Also ich weiß, viele sagen, es ist auch was wert. Das sehe ich eben nicht. Für mich ist es im Endeffekt eben nur wertvoll dadurch, dass ich es lese. Nur dadurch ist da ein Wert drin. Dieses eben ein emotionaler Wert. Wieder fokussiere dich. Aber eben, ja, kein finanzieller Wert. Den sehe ich hier nicht. Ne? Ich sehe es eben, ich lese es und da kommt eben, ja, für mich die emotionale Bindung her, weil ich es immer wieder lese. Ne? Gut, jetzt habe ich natürlich urisch lange geredet. Wir sind bei über 23 Minuten, 24 Minuten werden es jetzt gleich. Ich würde sagen, hier beende ich das jetzt mal. Ich habe mich ja auch relativ viel wiederholt, aber es ist eben ein Laber-Video. Wie gesagt, mich würde noch interessieren, war das jetzt ein Vlog oder war das kein Vlog? Ich weiß es nicht. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.